Mein Name ist Siegfried Eichhorn und wir haben bald Halloween. Und da kam mir eine spontane Idee, ein Grusel-Horror-Foto in einem Maisfeld zu machen. Das will ich heute umsetzen. Und Ziel dieses Fotos oder der ganzen Aktion ist, ein Foto zu gestalten mit dem Namen der Kürbismann. Dafür habe ich mir besorgt ein Messer, dann hier ein bisschen Kunstblut und gerade frisch geholt ein Kürbis. Und der Plan ist, diesen Kürbis jetzt erstmal so auszuhöhlen, dass ich mit meinem Kopf da reinpasse. Und dann stelle ich mich ins Maisfeld, leuchte die Szenerie entsprechend aus und versuche ein richtig gruseliges Bild hinzukriegen. Gut, jetzt starte ich erstmal mit dem Kürbis aushöhlen. Ah, sieht gut aus. Geht ja einfacher als gedacht. Mein Kopf muss halt reinpassen. Allein das Rausholen ist ja richtig ekelhaft. Ah. Und ich bin jetzt auch nicht mehr alleine. Daniel, mein Kumpel, ist vorbeigekommen, weil wenn ich den Kürbis ja nachher auf dem Kopf habe, muss ja einer auslösen, also das Foto dann auch machen. Allein ist es schwierig, selbst mit Selbstauslöser. Ich werde eh nichts sehen. Ich werde geblendet von dem Licht sein. Boah, ist das ekelhaft. Ah, hier sind Brennnesseln, auch gut. Also ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir den Kürbis wirklich überhaupt aufsetzen soll, weil es ja so eklig da drin ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Der erste Teil ist geschafft. Oh. Ich starte jetzt einfach mal mit der Anprobe, ob ich da überhaupt mit meinem Riesenschädel reinkomme. Gott, ist der jetzt schon dreckig. Aber die Nase guckt raus. Scheiße. Wie machen wir es? Was denkst du? Okay, Versuch Nummer 2 mit Mund und Augen. So, dann würde ich noch den Schal da hoch tun. Keine Ahnung, ob das klappt. Der ist einfach nicht hoch genug, der Kürbis. Das Kind schaut raus. Und das ist hier das Problem an der Geschichte. Der ist noch zu klein, aber einen größeren gab es heute nicht. Also der Kürbis ist präpariert. Wir sind jetzt mittlerweile hier im Maisfeld. Die Kamera steht auch schon da und wir haben jetzt 2 Lampen im Maisfeld aufgestellt. Einmal ein Licht, was mich von hinten anleuchtet. Da ist eine Softbox drauf, die zeige ich euch gleich. Und nochmal ein Licht, welches nach oben wegstrahlt. Wir haben es jetzt nämlich auch probiert, mich von unten anzustrahlen mit einer Leuchte. Aber das wirkt nicht. Das schaut irgendwie total billig aus und da ist kein Gruselfoto zustande gekommen, sage ich mal. Und wir haben jetzt die ersten 3-4 Testfotos mit diesem Lichtsetup gemacht und ich bin ganz zufrieden. Und jetzt zeige ich euch auch mal, wie wir es genau machen. Also, kommt mal mit. Wir fotografieren hier mit der Sony A7C und einem 35mm Objektiv und zwar auf der Blende 1.4. Und selbst da muss ich bei einer 1/50 Belichtungszeit ein ISO von 1250 wählen, weil es hier verdammt dunkel ist. 1/50 bedeutet, ich darf mich auch nicht bewegen nachher. Und das Wichtige ist, wir haben es jetzt so gelöst, dass der Kürbis ist ja nicht hoch genug oder tief genug. Wir haben hier eine Sturmhaube und wenn ich die aufsetze, schaut das ja auch schon ein bisschen gefährlich aus, aber man sieht den Halsbereich dann nicht mehr so gut und das ist dann echt optimal mit dem Kürbis.
Und jetzt gehen wir mal rein, ich zeige euch mal das Licht. Wir passen auch auf, dass wir hier nichts umtrampeln oder kaputt machen. Wir bewegen uns hier vorsichtig im Maisfeld. Auf jeden Fall, da hinten habe ich eine Lampe mit Softbox und einem Grid aufgebaut. Und die leuchtet genau auf meinen Rücken. Die schafft eine gewisse Kontur, dass ich mir hier von dem Maisfeld so ein bisschen abhebe. Diese Lampe hier leuchtet nach oben. Und da sieht man halt was von der Location, sage ich mal. Wenn dieses Licht nach unten zeigen würde, haben wir ausprobiert, sieht es einfach komisch aus. Wenn sie direkt mich anstrahlt, auch mit der Softbox, überbelichten diese Blätter viel zu sehr, weil die Lampe, die steht auf 1%. Das ist echt der Hammer, 1% nur. Das ist übrigens die Aperture-Lampe P60X. Die ist ganz neu rausgekommen. Die ist ganz gut für so Fotosessions draußen und auch drin, weil sie eben Akkus hat, die Sony NPF-Akkus. Deswegen, ich finde die Lampe richtig geil. 1% Leute, und es reicht. Es reicht, und mit den zwei Akkus kommen hier 1-2 Stunden aus. So, und das ist jetzt hier die Szenerie. Ich werde jetzt den Kürbis aufsetzen, das Messer in der Hand halten und ganz stillstehen. Und dann versuchen wir mal coole Fotos zu machen. Los geht's jetzt. Ich möchte eigentlich, dass du gegen das Licht fotografierst, dass die Hälfte hier schattig ist. Schaut nochmal gruseliger aus. Setze ich mir noch die Sturmhaube hier gescheit auf. Oh, Messer. Ist der ungefähr mittig auf dem Kopf? Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ja. Okay. Tiefer. Und das Messer drehen. Drehen in die Richtung? Ja, zu dir, vor den Körper. Jetzt so. So. Zurück, Stück zurück. Stück zurück. Ja, so leuchtet. Weiter. Stopp. So, die PX60, immer noch auf 1% zu hell. Kommt jetzt die Softbox drauf, zack, reicht. Macht ein schön weiches Licht, das Tuch. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt weitergeht. Und haben hier noch ein anderes Spielzeug dabei. Eine kleine Kettensäge. Das Licht wird hinter mir sein, es leuchtet mich von hinten an. Die Kamera, die mich fotografiert, wird genau dastehen. Wird spannend. So wird es quasi dann aufgenommen. Und dann eben noch mit dem Kürbis auf dem Kopf. Und da setze ich die Sturmhaube drauf, die verdeckt meinen Hals wieder ganz gut. So gehen wir es jetzt an. So, wir filmen jetzt auf ISO 16.000. Und ich tue das Mikrofon jetzt mal in die Tasche, da wird es entsprechend leiser. Also jetzt hätten wir so, dass diese Seite beleuchtet ist, die rechte Backe ist hell. Links ist dunkel. Ist ja schön und gut, aber ich bin immer noch zu hell. Ich gehe jetzt wieder auf 1% runter, lasse aber den Winkel jetzt genau so, wie er ist. So. So hält man eine Motorsäge. Jo, oh, du, der Kürbis ist ganz schön schwer auf Dauer, auf dem Kopf. Glaubst du es? Wahnsinn. Wenn ich so viel im Kopf hätte, wie der Kürbis schwer ist. In der Luft drin. Kürbis auf dem Kopf und Rotlicht kommt jetzt in den Kürbis rein. Kordel nach hinten. Puh, das wird jetzt was. Kürbis noch einmal aufsetzen. Für der Blut-Action kommen wir gar nicht mehr zum Kunstblut. Das ist das Rotlicht. Hier. Ich versuche es mir jetzt mal hier an der. Ne, da passt irgendwie, oder? Kannst du irgendwas sehen von dem Rotlicht? Ich nur das rechte Auge. Ich setze mir mal das Rotlicht dann hier. Ja,
Der ist besser, ja. Neigt den Kopf ein bisschen, schaut düster aus. Nach unten, ja. Wir haben hier so eine schöne LED-Lampe. Die kann von den Farben grün, gelb, blau, alles kann die. Grün. So Freunde, die Fotosession ist jetzt beendet. Wir sind beide durch. Es ist tatsächlich anstrengend gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht hier draußen im Feld. Vielen Dank, gebt mir gerne ein Like fürs Video oder abonniert meinen Kanal für weitere witzige und interessante Videos mit mir. Ciao, euer Sigi aus dem Maisfeld. Da war was.